Die ideale Zukunft der Stadt wird so ausschauen, dass wir eine perfekte Symbiose aus Natur und Kultur zusammenbringen. Das heißt, natürlich nicht zurück zur Natur mit Hausbotschen und alles wird grün sein, aber es heißt jetzt auch nicht in die andere Richtung, reine Technik und so wie New York, Manhattan zurzeit ausschaut, ist auch kein gutes Beispiel. Die Zukunft wird in Wirklichkeit eine Symbiose sein. Und ich bin der Meinung, dass das genau das Umfeld ist, das uns als Gattung, uns Menschen am besten entspricht, weil wir kommen aus der Natur und wir sind aber kulturelle Wesen. Und insofern wird das die Zukunft sein. Das Grün wird überall sein. Es wird nicht nur Grün Stadt oder Haus sein, sondern es wird Grün am Haus sein. Und die Häuser der Zukunft werden wahrscheinlich nicht mehr allzu viel Glasfassaden haben, sondern allzu viel Waldfassaden haben. Man könnte vielleicht sogar so sagen, dass Grün das neue Glas ist. Für mich ist eine lebenswerte Zukunft genau die Zukunft, wo ich mich als Mensch gut fühle und gut entwickeln kann. Und in einigen Kulturkreisen haben wir das ja schon relativ gut erreicht. Wenn man aber im Detail hinschaut und genau hinschaut, dann merkt man, dass man überall noch was verbessern kann. Und das ist genau der Punkt, wo wir als Architekt ansetzen sollen. Einfach die Welt zu verbessern, weil wenn es wir nicht machen, wer macht das sonst?